Ich fühle mich sehr geehrt. Alles super. Na super. Super Job. Der hört sich wunderbar an. Das andere ist Standard. Ich kam mir selbst ein bisschen vor wie ein Rausch. Du darfst dich nicht täuschen. Ich könnte sagen, mach, wir machen kein Bluetooth mehr, mach keinen Medienaustausch mehr. Er probiert etwas aus. Also mach die Kamera aus. Dann muss auch mal gut sein. Hau ab, Schwein! Und, nein. Und, ja, ich hatte mehr die Idee, Leute zu unterhalten, also Entertainer zu sein. Darf ich Sie duzen? Nein. Wir haben eben über Größenwahn gesprochen. Also, vergessen wir das Ganze. Na, dann können wir beim nächsten Mal auch gerne dabei sein. Ich wollte aber mehr Produzent sein. Hast du mal geschlachtet? Nein. Tulpen oder Käse oder Coffeeshops? Nein, nein, nein. Kritiker über Spieler, über die Ergebnisse, ja. Man ist über das Training. Über das Training, nein. Ich habe mich bei so vielen Leuten zu bedanken. Ich bin hier wegen Fußball, nicht wegen Ihrem Schwachsinn. Entschuldigung bitte. Bitte, bitte, sag mal, komm mal, bitte gebt mir mal alles, was ihr von mir habt. Die freuen sich alle. Dankeschön. Ich glaube, hier will gar keiner mehr die Biene Maya hören. Also, wir haben eben viele Ausschnitte gesehen. Das für mich das Allerlustigste war. Es ist wahr. Eine Schwulenbar. Ein halbes Jahr bei Viva war. Hau ab, Schwein! Ach so, gewichtlich. Gewichtmäßig, ja, klar. Tatsächlich, das mit Abstand Lustigste für mich war die Tatsache, dass ich beim Kanzlerduell dabei war. Hau ab, Schwein! Seine Witze waren ordinärer, seine Sprüche gemeiner. In deiner. Ach so. In deiner. Mach die Frequenz frei, du Arschloch. Da könnte ich mich heute noch drüber beömmeln. So. Oh, ich will dich so sehr. Ja, sehr gerne. Bist herzlich wieder willkommen. Guter Regisseur heißt, dass die Protagonisten zu sich selber kommen. Und ich habe für Dieter Bürgi, ich hoffe, Sie schauen uns zu und ich kann Sie damit bewegen, hier in unsere Sendung zu kommen. Hau ab, Schwein! Mach die Frequenz frei, du Arschloch! Also, ich möchte mich bei einigen Leuten bedanken, die sehr wichtig für mich und für meine Karriere waren. ACDC. Die Yeti. Die richtigen Personen. ACDC. Europa. Meine liebe Miss Everdeen. Starbucks, NSA und Prism. Pizza Paradies, Tom am Apparat. Ja, im Prinzip bei allen, die bei uns in der Firma dafür gesorgt haben, dass wir ein wenig gute Unterhaltung auf die Beine stellen können. Mach die Frequenz frei, du Arschloch. Hau ab, Schwein. Elber, Janka und Ziegler. Ihr müsst ja nicht vergessen, Ziegler. Was erlaube, Strunz? Es gibt Spieler wie zwei oder drei, diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Und da muss ich mich natürlich noch bedanken bei meinem treuen Begleiter Elton. Und so kann er sich vieles leisten. Schöne Grüße auch von Peter, soll ich da ausrichten. Ich wurde schon von hinten gestreichelt. Seid lieb zueinander und streichelt euch von hinten. Und am Anfang finden sie natürlich keinen honorigen Präsidenten. Moment, irgendwie finden diese Vorstellung gut. Einen Quatsch zu machen und dann hin und wieder mal das ein oder andere Event erfinden. Ja, ich verlasse mich dann nur auf meinen persönlichen, auf mein persönliches Empfinden. Ja. Einen besseren Turmspringpartner hatte ich wirklich nicht verdient. Neben der Tatsache, dass da Prominente sich natürlich die Ehre geben und dass die Geschwindigkeiten hoch sind, sieht's auch nach Sport aus. Mit den perfiden Erfindungen der Spielemacher macht er sich einen Sport daraus, uns zu töten. Du traust dich nachher nicht ins Sportheim, um dein Geld zu holen. Er war Kampfsportler gewesen. Diese Sportart befindet sich in den Kinderschuhen, ja? Ja, und dann selbstverständlich vielen Dank an unser Publikum, die oft lange wach geblieben sind. Manche erfahren erst von dem Schaden, nachdem die Daten längst woanders sind. Die Menschen sind total nackt. Was sie sind. Die Menschen sind total nackt. Auch sie sind tödlich. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Aber das heißt noch nicht, dass wir den Rekord noch nicht aufgestellt haben. Es ist noch möglich, den Rekord nochmal zu verbessern. Das ist doch unglaublich. Das ist populistisch. Das ist so der Klassiker. Das Spiel ist bald zu Ende. Also ich meine, der Herr Schröder ist der SPD-Bundesvorsitzende. Und es macht mich stolz und dankbar. Ja, wann war mir das denn klar? Alles super. Na super. Das ist so der Klassiker. Tschüss, alles Gute.